Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Werde zur Legende. Und mit diesen weisen Worten geht es weiter bei Let's Play Destiny. Sehr schön. Ach ja, was für eine schöne Welt wir hier haben. Das sieht richtig toll aus hier. Und wir rennen mal ein bisschen rum hier. Und jetzt wundere ich mich ja natürlich, wer ist denn da oben? Was geht ab? Hallo und herzlich willkommen hier bei Destiny. Zeig doch mal deine coolen Tanzmoves. Nee, sehe ich nicht. Weiß noch nicht mal, wie man tanzt. Aber du bist doch der Dennis, der Mafuyu. Ich bin David Hein. David Hein, ja, siehst echt ein bisschen so aus wie David Hein, das muss man wirklich sagen. Also, liebe Freunde, ihr seht schon, da ist unser erster Mitstreiter aufgetaucht. Ja, und der andere ist noch irgendwo in den Weiten des Alls, ne? Ja, der Tobi, der ist noch mit dem Raumschiff unterwegs, hängt im Hyperraum fest. Der kommt ein bisschen später dazu. Ja, ein paar Folgen später wahrscheinlich sogar leider. Ja. Weil der Tobi hat noch viele Abenteuer zu erledigen, bevor er sich hier zu uns widmen kann. Es gibt offensichtlich noch ein paar Probleme mit dem Spiel oder so. Naja, und wir werden sehen, wie es dann mit dem Tobi dann kurz weitergeht. Jetzt auf jeden Fall schon mal hier der Dennis am Start. Und wir haben ja gesagt, ich werde ja hier oft auch mit anderen Spielern zusammenspielen hier Destiny. Und das ist richtig, richtig cool. Richtig geiles Game. Ich freue mich sehr. Die ersten Folgen waren wirklich geil, oder? Hat Spaß gemacht. Also ich feiere das Game sehr. Und vor allem, wer schon die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass wir in der nächsten Folge, also in dieser Folge, auf den Mond reisen werden. Und da gibt es sehr viele Höhlen und so weiter. Und ich habe inzwischen so gelernt, dass es auch Bereiche gibt, wo du halt nicht rein darfst. Weil dann fängt es nämlich an, dass du auf Monster triffst, die deutlich über dein Level sind und dich dann einfach mal knallhart umbringen. Hast du gar keine Chance so. Finde ich also cool, dass die halt solche Wege gebaut haben, die nicht in deine Quest involviert sind, aber wo du halt trotzdem lang gehen kannst. Aber ja, finde ich auch gut. Finde ich auch sehr gut. Und übrigens, ja, den Dennis, der Mafuyu, der Heideltraut, ihr kennt ihn aus GTA, aus DayZ, aus vielen Spielen. Und viele hassen ihn ja wie die Pest. Aber der Dennis kann auch ruhiger sein, ne?
Der Dennis zeigt nämlich in diesem Let's Play mal, was für ein anständiger Kerl er auch sein kann. Und ihr werdet verwundert sein, wie vernünftig der Dennis eigentlich in Realität ist. Das ist ja eigentlich ein Koop-Game, muss man ja sagen. Hier geht es ja nicht darum, sich gegenseitig irgendwie fertig zu machen, so wie in TTT, GTA und andere Spiele, sondern es geht ja hier darum, gemeinsam zu spielen. Und wir stehen jetzt bei dem Meister Raoul. Ja, und der wird das bei mir grün angezeigt. Ich glaube, der hat irgendwas. Ich spreche den einfach mal an. Ja, mach ich doch mal mit. Oh. Codiertes Engram. Engram dekodieren. Jedes dekodierte Engram wirft Licht auf ein Stück vergessene Geschichte. Wollen wir das mal tun? Das sieht sehr solide aus. Ah cool, jetzt habe ich neue Stiefel bekommen, oder was? Und ich habe neue Agema Typ 1, neue Schulterpolster oder sowas. Das Interessante ist, ich habe mich schon ausgerüstet jetzt gerade eben mit den neuen Sachen. Aber dann nehme ich natürlich... Oh, Level 4 ist das bei mir. Ja, da muss ich noch gar nicht anziehen. Ah, sieht nice aus. Ja, du, was für eine Klasse spielst du nochmal? Titan natürlich. Genau, und du bist Jäger, genau, das muss man dazu erwähnen. Ich habe einen Sniper als alternative Waffe, ist ziemlich cool, weil die hat zwar nicht so viel Munition, aber du kannst jemandem wirklich einen One-Hit damit geben und der ist dann sofort weg, also relativ gut. Muss erst treffen. Ja. Das ist halt die Schwierigkeit, denn auch der Dennis ist nicht unbedingt der Analogstick-Profi. Nee, was ich halt empfehlen kann, ist die Geschwindigkeit des Analogstick zu erhöhen, dann ist man ein bisschen besser daran. Aber sonst... Hier ist die Poststelle übrigens, da kannst du Nachrichten schreiben, ne? Und hast ja schon angemerkt, es gibt einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Also wenn man jetzt hier Raum werfen. 20 Minuten steht oder sowas, ich weiß nicht, wie lange der Intervall ist, dann sieht man halt, dass jetzt einfach mal hell, dunkel und so weiter und die ganze Umgebung richtet sich danach. Also ist ziemlich geil gemacht. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, soll das denn da vorne die Erde sein? Ja, sieht so aus. Ne? Sieht ein bisschen verrümpelt aus, denke ich mal. Aber muss ja die Erde sein, weil der Turm ist ja über der Erde gelagert. Man hat das ja auf der Karte gesehen. Ja. Können auch mal gerade hier die Karte anzeigen. Von dem Turm, dass die Turmwacht hier noch einmal, für alle, die vielleicht nicht mitgespielt haben oder die letzten Folgen nicht geschaut haben, Destiny zocken wir hier ganz klar. Ein Science-Fiction-Abenteuer der besonderen Art und Weise. Ja, und ich bin hier mit dem Dennis, alias Heideltraut und ein Kumpane, ein Kumpel von mir und wir haben ja schon oft zusammen gespielt und ja, ich würde sagen, wir reisen mal weiter. Wenn du im Turm fertig bist, drücke das Touchpad, glaube ich, und dann zum Orbit. Okay, machen wir das mal. Und wer sich die Frage stellt, wie kann ich mit meinem Kumpel denn zu zweit spielen, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur einen Einsatztrupp erstellen, dafür benötigt ihr allerdings PlayStation Plus oder ein Xbox Live-Konto, damit das überhaupt geht. Also man muss zwanghaft zahlen, leider Gottes. Die Frage ist, muss man nur, wenn man Einsatztrupp erstellen kann, zahlen? Nee, ja genau, oder wenn du mit deinen Freunden spielen willst. Also, aber auch komplett, also auch wenn ich jetzt keinen Einsatztrupp gemacht habe oder machen kann, aber deinem Joinen muss ich auch bezahlen. Ja, so, ich habe es nochmal öffentlich gemacht, du musst nochmal beitreten, denn wir müssen jetzt gemeinsam auf den Planeten reisen, und zwar Mutter Erde nach Altrussland. Genau, einfach dem Einsatztrupp beitreten, dem Dennis. Beitritt zu Einsatztrupp. Bitte warte, während du mit deinem Einsatztrupp verbunden wirst. Einsatztrupp! Dennis. Ja, und es fehlen halt noch ein paar Leute. Wie gesagt, der Tobi kommt dann hoffentlich in Kürze an den Start. Und es werden ja noch viele andere Leute mitspielen. Ich werde auch zwischendurch nochmal Folgen alleine machen. Der Dennis ja auch. Ja. Und wird, glaube ich, geil, oder? Ich freue mich drauf. Ja, ich finde das Spiel bisher wirklich extrem cool. Hat so eine Mischung von Mass Effect, Star Wars und Halo. Ja, absolut. So, die genau das trifft. Haben wir ja schon fertig. Jetzt müssen wir auf zur Wiege der Menschheit, oder? Ja, da oben, genau. Warte mal. Wir müssen, das ist das dunkle Innere. Ja, untersuchen. Oder Kriegsgeist. Warte mal, die Kluft haben wir ja schon gemacht, stimmt. Das war ja in der letzten Folge. Das dunkle Innere. Level 3. Untersuche Berichte über eine verborgene Macht, die in den Satellitenanlagen des Kosmodroms gefangen ist. Einsatztrupp 1 bis 3 Spieler. Genau, das sollten wir machen, weil das andere ist tatsächlich für Level 4 erst. Und da sollten wir uns noch ein bisschen stärken. Ja, finde ich auch. Hast du recht. Dann gibt's mal ab da die Post. Denn man ist Level 3. Es gibt tatsächlich auch schon Leute, die es geschafft haben, Level 27 ist, glaube ich, das höchste aktuell zu werden. Und das, obwohl das Spiel jetzt gerade mal ein Tag draußen ist. Ja, oder ja, zwei ist in dem Fall. So, hier sieht man was macht man denn dann? Ist doch voll langweilig, ja, ich weiß, so ein Spiel so durchzurushen. Also... Ja, hier sehen wir auf jeden Fall die Erde. Also ich frage mich halt, ist das vielleicht auch ein Mond beim Turm? Oder ist das wirklich die Erde? Weil die erscheint so grau. Und hier erscheint die Erde ja doch... Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Okay. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Ich bin da mal gespannt.
Wir haben, wie gesagt, hier zwei unterschiedliche Klassen, was ziemlich gut ist, denn der Titan vom Saraza ist im Nahkampf wunderbar, während ich im Fernkampf mit der Sniper natürlich da die Gegner aus der Entfernung ausschalten kann. Aber man muss halt, wie gesagt, nicht treffen. So, da sind wir auch schon. Und da vorne okay, geht schon los. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. Hab die Post. Schalte die mal von der Entfernung hier ein bisschen aus, genau. Ja, mach du mal. Okay. So geil. Da ist aber, glaube ich, einer um der Ecke. Muss mal gucken. Wo bist du? Da hinten bist du. Irgendwo ist noch so ein. Und tschüss. Bist du gestorben? Ja. Bring zu den alten Anlagen. Was passiert denn, wenn du stirbst? Ja, dann machst du wieder Einstieg. Ich bin zu weit rüber gelaufen. Hast du sozusagen die Checkpoints, um dann wieder, ne? Genau. Ja, oh, da muss ich ja gar nichts machen. Ich guck mir gerade nochmal die Mission an. Dring zu den alten Anlagenkuppeln vor und finde heraus, was die gefallenen Schützen in den Steppen sind wir mal wieder. Sieht übel aus hier, ne? Die Steppen sind schon mies. Also hier sind so die Anfangsmissionen, aber wir werden ja wie gesagt auch noch auf ganz andere Planeten reisen und so. Du Arschloch! Sieht richtig auf dem Senkel hier. Munition gedroppt. Die Spezialwaffe. Hast du eine Spezialwaffe eigentlich? Musst du mal auf Dreieck drücken. Ich habe auf jeden Fall die Sniper als Spezialwaffe. Nee, habe ich noch nicht. Okay, gut. Weiß also ich habe halt diese Waffe wählen können hier. Ich habe zwei Stück. So zwei. Und die ist auch nicht schlecht. Die ist schon eine ganz gute Waffe. Ich freue mich natürlich weiterhin auf die Schrotflinte. Ich glaube, da könnte so einiges gehen, ne? So, wir müssen hier hoch scheinbar. Ja. Kommst du, Alter? Was ich noch nicht so mag, ist mit dem Rennen. Ja, den Doppelsprung kann ich auch. Das muss ich dazu sagen, ich kann halt auch schweben. Echt? Hier, siehst du? Genau, das wollte ich ja eh noch zeigen. Hätte ich beinahe vergessen, weil hier, wie gesagt, neue Session direkt. Und das habe ich noch alles zum Ende der letzten gemacht. Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Ja, sieht übel aus in dieser Welt. Ja, das ist Alt-Russland. Ja, genau. Die Wolken, krass. Also, ist ja alles dynamisch hier, wenn man sich das mal ansieht. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur Texturen sind, die da oben dran kleben. Ja, grafisch ist das schon eine echte Augenweide. Also deswegen, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt jetzt. Das Spiel sieht wirklich super aus. Und auch die Soundkulisse muss gelobt werden. Genau. Denn die Musik, die immer so die ganze Zeit da lang tingelt, das macht einiges aus und trägt auch nochmal zur Atmosphäre bei. Und ich finde, hier kommt die PlayStation echt zur Geltung, oder? Ja, genau. Finde ich auch. Also die Auflösung ist super, das läuft wunderbar flüssig. Man merkt halt ein bisschen, die Kantenglättung ist noch ein bisschen so... Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Okay. Falter hoch. Macht es ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt da gleich runter ins Dunkle müssen? Ja, weil da geht's heiß her. Denn wir wissen, die Gefallenen lieben die Dunkelheit. Man muss immer auch nach den Kisten Ausschau halten, denn die haben... Ja genau, da muss ich mich direkt entschuldigen an dieser Stelle, dass ich das in den letzten Folgen echt ziemlich verpeilt habe noch. Stell mal hinter dir! Ich wollte gerade sagen... Da sind welche lang gerannt. Für den linken, den rechten, den linken. Hab ich schon. Wunderbar. Hier, den hau ich auf die Fresse, guck mal. Bam! Ey, das... Boah! Pass auf, hinter dir! Alter! Du miese Schwein! Boah! Vorsicht, der hat irgendwas geworfen! Alter, nee, ist gut, Schwede! Da wurden wir aus dem Hinterhalt angegriffen. Boah. Ja. Und gab's Funkprobleme hier gerade. Angegriffen, hat der Dennis gesagt. Liegt natürlich hier auch in den vielen Satellitenanlagen. Und aber den Funkstörungen. Hat geklappt. Wunderbar. Ja, wir haben überlebt. Das ist die Hauptsache. Wenn du nicht gerade wieder eine Schlucht runterfällst, gab das auch. Genau. Was hier, oh, da vorne, guck mal. Hol ich jetzt mit dem Sniper weg. Also, warte, der kommt. Komm. Yeah, wie geil ist das denn? Bitte? Mit dem Schweben. Da muss ich, wie gesagt, auch noch alles lernen, aber das kriegen wir hin. Okay, greif du mal aus dem Nähe an. Ja, ich bin am Vorbereiten. Beziehungsweise am Vordringen. So, pass auf, hinter, genau, wenn du da durchgehst, dahinter ist noch einer. Erwischt. Links von Lade nach. Ah, da ist noch einer. Schön, Dennis, schön. Du musst das laufen. Ja, mit dem Stick vor allem noch. Ah, schade, dass es keine Maus und Tastatur gibt. Dann will man wirklich der Oberpro hier.
Na, der Oberpro wären wir nicht, aber trotzdem, es wäre auf jeden Fall einfacher für uns. Leider. Weil wir halt, wie gesagt, auch mit dem Analogstick, aber das habe ich jetzt auch schon zuhauf angekündigt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Wir sind halt keine Konsolenprofis. Und wir spielen das, wie gesagt, vor allem zum Spaß an der Sache. Und es macht mega Laune. Und ich freue mich dann schon, wenn wir weitere Mitstreiter kennenlernen und weitere Abenteurer in dieser Welt, mit denen wir auch zusammen hier durch die Welt streifen können. Oh, wenn es gibt man ja auch dann Raid-Missionen. Oh, ja, hier geht's rein. Alter, jetzt wird's übel. So. Kammer, das aussieht. Heißt aber auch nur aber so eine Kammer. Aber hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter, oder? Nee, es ist nur so eine Kämmerchen. Aber hier kann man halt auch rundherum viel entdecken. Oh, hier ist auch irgendwie so alte Lagerhallen oder was das waren. Ich weiß es nicht genau. Hier auf jeden Fall das Flugzeugwrack mal einfach so. Oh! Gehen wir wieder Besuch? Nee, aber ich muss die Drehmetallplatten sammeln. Geh mal hier rein. Ist nichts. Hier dieser Tunnel ist, diese Höhle ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Aber das sind schon Details, die ganz cool sind. Hier hätte man jetzt gut eine Kiste noch verstecken können, finde ich. Ich habe so ein bisschen das The Last of Us-Syndrom inzwischen, dass ich wirklich auch alles so absuchen will, damit ich ja nichts sehe, so Drehmetall. Ja, vielleicht hätte ich The Last of Us auch erstmal nochmal wieder spielen sollen. Ja. Damit ich wieder in das Feeling reinkomme, weil ich hatte ja schon in den ersten Folgen, wie gesagt, viel übersehen. Und es wird mir auch noch öfter passieren, ganz klar. Ja, aber das ist echt so, dass man im Let's Play auf andere Sachen eigentlich achtet, als wenn man. Ja, man redet ja auch, genau, man redet ja auch, man konzentriert sich ja nicht nur. Kommst du? Guck dir gerade noch in der Höhle, warte. Oh, guck mal hier, siehst du, hier ist zum Beispiel eine Kiste. Ah, sehr schön. Gut, dass der Dennis da rumgezogen ist. Da komme ich auch mal in die Höhle rein. Aber ich glaube, die sitzt schon auf. Aber da war nichts. Guck mal. Ja, warte mal, das wäre interessant zu wissen. Wo sind die Höhle? Ah, hier. Ja, genau, wunderbar. Folgen Sie der Dunkelheit. Ah ja, die Kiste ist... Nee, da ist doch, die ist offen. Mal gucken, ob die auch noch was für mich bereithält. Ja, tatsächlich. Echt, kannst du auch noch was rausnehmen? Kettenpanzer Typ 2 und Drehmetall. Ah, nice, okay, dann ist das super. Also sollten wir die immer gegenseitig checken. Ich guck gerade mal, was dieser Scout-Panzer kann, aber... Oh ja, den kann ich sogar anziehen. 22 macht der allerdings nur Verteidigung. Das mal, würde mich mal interessieren, besser. Ob dein Outfit sich dann ändert im Spiel direkt. Es tut's auf jeden Fall. Also im Prinzip ist es wurscht. Einrüstungsschutz weniger, aber... Ah ja, hier siehst du, ändert sich ein bisschen. Aber es passt natürlich besser zum Styling. Als der hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Und so eine große Änderung ist jetzt auch nicht vorhanden. Ja, geht so, ne? Ja, es ist jetzt halt ganz im Blau, ne? Ja, komm, machen wir mal so. Wir gehen mal so weiter hier. So, wo war das? Da hoch müssen wir, okay. Alles klar, Freunde. Ja, aber wie gesagt, der erste Eindruck des Spiels ist schon wirklich gut. Viel zu lernen gibt es definitiv noch, aber ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir sind halt auch noch komplette Anfänger. Nicht nur auf der PlayStation 4, sondern halt auch bei Destiny. Und wir sind halt nicht die Typen, die das in 5 Folgen durchspielen. Ja, eben. Und das kann man ja eigentlich auch gar nicht durchspielen. Es gibt ja auch noch ganz viele neue Missionen. Oh, hi. Alter, sind Captain. Der hat auf jeden Fall wieder was drauf. Ja, würde ich auch sagen. Und Kaspar, komm her. Granate. Alter, ich halte einen. In L1 hast du eine Granate. Ja, die kenne ich. Ja, der Captain kann sich teleportieren. Hier, guck mal, ich werfe ihn mal vor die Füße. Ah, ist down. Sehr gut, sehr gut, Das war's mit dem Captain. Gut gemacht. Ging auf jeden Fall deutlich schneller als im Einzelspieler. Also du hast, um das mal zu erzählen, als Jäger, können wir ein bisschen drauf eingehen. Der Jäger ist so der Typ, der ja aus Entfernung spielt, während der Titan, der Sarazar, im Nahkampf extrem gut ist. Sieht man ja mal, wenn er die Leute da angreift aus dem Nahkampf, dass er mit dem Faust sofort wegboxen kann. Auch Nahkampfwaffen und so weiter am Start. Der Jäger ist so einer, der sich eher im Hintergrund aufhält. Halt, klar, wenn man jetzt Singleplayer spielt. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Ja, eine alte Anlage der Himmelswacht. Wir müssen auf jeden Fall immer probieren, ruhig zu sein, wenn da gesprochen wird. Aber ich habe jetzt echt ein bisschen... Oh, Wiedereinstieg eingeschränkt. Mondkomplex, Dunkelheitszone. Alter, ich finde die fast echt gruselig. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt tatsächlich draufgehen, müssen wir das alles nochmal neu spielen. Ja, diesen Abschnitt. Bist da. Also tu es nicht. Guck mal, hier gibt es so einen kleinen... Ah, da komme ich nicht durch. Okay, ich dachte schon. Ja, uns führt wohl kein Weg daran vorbei. Alter, hier wird's richtig ungemütlich. Boah,
Schon von oben kommen jetzt welche, oder was? Du siehst auch kaum hier was. Von oben könnten sofort welche runterballern. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Mal ab die Post. Geist einsetzen. Setze den Geist ein, um das gesicherte Tor zum Mondkomplex zu öffnen. Ich zieh lieber mal auf das Tor. Ja, du machst das schon. Mit deinem Geist. Das ist netter. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. Wegen einer Menge Spaß. Für die Leute, die noch nicht wissen, was der Geist ist, das ist unser kleiner Begleiter immer hier. Das ist der Geist. Meine Güte, was ist denn hier los? Alter Schwede. Ich brauche mich fast gar nicht da hochzugehen. Was sind das für Kristalle hier? Okay, das Licht geht an. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh, was ist das denn hier für ein Mist? Oder so pilzartiger Schleim. So ganz langsam. Die kommen auf jeden Fall jetzt aus ihren Löchern gekrochen, die Bestien. Alter, was für ein ekelhaftes Zeug. Aber wann? Wo? Ich geh links, ich geh links. Ich geh rechts. Oh, oh, oh. Ah, da oben. Das kann nicht sein. Boah. Die Schar. Nimm das. Die Schwein. Wow. Alter Schwede. Wo sind die Zähne? Da gibt's doch noch mehr von. Komm zu dir rüber, Dennis. Ja, am besten in Deckung gehen. Okay, die wollen es wissen. Jetzt geht's ab. Ja, ich hab noch einen im Petto. Ich überleg nur, ob da nicht vielleicht ein stärkerer Gegner noch auftaucht. Wow! Akolyten, die kenne ich auch noch gar nicht. Die sind mir neu. Oh. Ah, die kriegen auf die Nase. Komm her. Yeah. Motherfucker, jetzt gibt's auf die Fresse. Der ist aber geflogen, der Kerl. Okay, weiter geht's. Hier ist eine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Okay, eine Hexe. Ach du Scheiße. Yeah. Vorne? Alter, die Akolyten machen mir ein bisschen zusammen. Muss nachladen, Achtung. Wow. Alles drauf. Nein, ich pampe an die Pampe rein. Vorsicht, Alter. Ja, sehr schön. Gut weggemacht. Wir müssen nur, die haben ja. Wir brauchen ewig auch bei dir, bis die wieder aufladen. Oh, Scheiße, ich bin schwer verletzt. Muss kurz zurück. Uiuiui, Alter. Jetzt geht's weiter. Geh in Deckung. Komm zurück. Passt auf den Boden. Komm zurück. Okay, Energie hat sich regeneriert fast. Okay, bin wieder am Start. Alter. Ach du Scheiße. Gott hat die Eier ausgeburt oder Eier ausgeburt. E-I-R ausgeburt, was das auch immer bedeuten soll. Falls das schon gesagt wurde, ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Ich nenne sie jetzt die Eier ausgeburt. Der Hölle. Rein da. In die Suppe. Oh, jetzt guck mal, ganz schön viel um die Ecke. Dennis, wie geht's? So, du mit dem Sniper weg. Wo ist die? Da kommt sie. Blair Witch. War wirklich so ein bisschen. Besten immer in Deckung gehen. Naja, ich bin schon wieder am Nachladen hier. Alter Lunke, ich überlege, ob ich den anderen mal auf die Fresse gehe. Oh! Renn runter und hau den auf die Nase. Oh, ich hab gut was abbekommen. Ich muss rennen. Wir haben aber einiges drauf, die Kerle hier. Vorsicht, Dennis. Ja, die sind nicht schlecht. Eieiei, große Attacke. Ingo. Zieh den Kopf ein, Kleiner. Boah, das ist aber, die hat's aber richtig drauf. Ich seh Kopf. Okay, alles drauf, alles drauf. Die hat Schaden, ich muss nachladen eben. Ach, Vorsicht, Granate. Uiuiui. Warte, lass mich mal eben meine werfen. Hier. Ich hab sie sehr vernebelt, gut, drauf. Gut. Komm. Jetzt, ich wegen sie. Yes. Yeah. Nimm dir Munition. Mondkomplex. Mission abgeschlossen. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Das war ein Knaller jetzt. Boah, das war wirklich richtig heftig. Coole Mission. Und es hat geklappt zu zweit. Zu dritt geht das natürlich noch mehr ab. Ja, wenn wir das alleine gepackt hätten müssen, also es wäre schon wirklich Brett gewesen. Und Mission ist abgeschlossen, Fortschritt. Chaosfaust, Stürmer. Aber leider kein neues Level, ne? Nee, leider nicht. Nee, ne? Schade. Aber wir haben was Besonderes bekommen. Ja, immerhin. Verfolger Panzerhandschuh und du hast eine Titan,
einen Scout-Kettenpanzer Typ 2 hast du bekommen. Ja, toll, den hatte ich ja schon. Ah, okay. Naja, und die Verformungsklauen, Missionsprämie, vom besiegten Leibeigenen, übergibt sie dem Vorhut-Mentor als Beweis für die Anwesenheit der Schar in der Himmelswacht. Alles klar. Natürlich die Frage jetzt, ob man die Sachen auch verkaufen kann, die Items, und dafür Waffen kaufen kann. Das ist eine gute Frage. Die werden wir sicherlich noch herausfinden. In den Kommentaren steht's bestimmt schon. Und wir verabschieden uns für diese Folge von Let's Play Destiny, liebe Freunde, und sehen uns wieder in der nächsten Episode an derselben Stelle. Ja, und dann reisen wir auf zur nächsten Mission. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann werde ich mit dem Dennis hier gemeinsam weiterziehen. Und vielleicht finden wir ja irgendwo im Weiten des Alls noch den Tobi. Wir werden sehen. Vielleicht auf dem Mond. Ja, das war eine neue Folge von Destiny und ich habe mit dem Dennis zusammengefunden. Werde sicherlich auch nochmal mit anderen Leuten spielen und auch nochmal im Singleplayer. Aber das hat doch schon richtig Laune gemacht, wie wir zwei da durchgezogen sind. Und der Dennis macht doch einen echt guten Jäger, ne? Finde ich richtig gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Destiny.